Wie geht es dir heute? Wie fühlst du dich? Fühlst du dich ein bisschen festgeklebt auf deinem Bürostuhl, eingeklemmt im Homeoffice? Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Oder ist das Leben wunderbar und du hast einfach so Lust und Laune, dich wieder mal von innen nach außen mehrdimensional zu bewegen? Wie auch immer. Wir haben eine fabelhafte Slings in Motion Bewegungssequenz für dich. Und zwar werden wir in dieser Sequenz die Bauchmuskulatur von innen nach außen mehrdimensional kräftigen, gleichzeitig die Rückenfaszien geschmeidig machen und die inneren Organe massieren. Den Magen, die Leber beruhigen, sollte das eine Laus drauf geben, die wird dann gleich mal friedvoll beseitigt. Das Herz wird massiert, die Lungen, es ist einfach großartig. Also, aber man muss etwas dafür tun und das Tun macht ganz viel Freude. Also, wenn du dich mit uns drehen und strecken und von innen nach außen beleben willst, dann kannst du dich mal in einem zentrierten Schneidersitz hinsetzen. Das Becken zentrieren, die Wirbelsäule verlängern. Die Hände kannst du mal auf den Knien ruhen lassen. Als Hilfsmittel verwenden wir Massagebälle. Wenn du die Massage drum hast, dann kannst du sie integrieren, musst jedoch nicht. Du kannst deine Arme seitlich über den Kopf anheben mit einem großzügigen Armkreis. Aktiv nach vorne falten, mit der Wirbelsäule verlängert. Die Hände kannst du auf der Matte oder den Massagedoms platzieren. Und dann behältst du die Hände dort, wo sie sind, schiebst sie vom Körper weg, sodass sich das Becken zurückdreht und die Wirbelsäule einrollt. Zieh die Hände in Richtung Beine, lass das Becken aufrichten, die Wirbelsäule verlängern oder vielleicht strecken. Press die Hände weg vom Körper, roll zurück. Zieh die Hände zum Körper heran, richte das Becken und die Wirbelsäule auf, streck dich. Ausatmen, zurückrollen. Mit dem Einatmen aufrichten und strecken. Das kannst du nun noch einmal machen. Du mobilisierst die Hüftgelenke und die Wirbelsäule und gleichzeitig machst du schon mal die Faszien des Rückens geschmeidig durch Spannkraft und Gleitbewegungen. Dreh das Becken nochmal zurück, roll die Wirbelsäule ein und dann rollst du dich auf in eine zentrierte Position. Armkreis über den Kopf, die Arme auf Schulterhöhe öffnen und dann mit der nächsten Einatmung eine lange Seitenbeugung nach rechts die Atmung fließen lassen. Die rechte Hand kannst du am Boden platzieren, die rechte Schulter ist gelöst, die linke Schulter ist stabilisiert und nun ziehst du ganz aktiv deine linke Hand in Richtung die Decke. Die rechte Hand schiebst du leicht weg vom Körper. Mit der linken Hand ziehst du nun in Richtung des Bodens. Du lässt die Rückseite der Rippen spiralig aufdrehen. Die Rippendrehbewegung läuft weiter in die Brustwirbelsäule. Zieh deinen Arm wieder über den Kopf, den linken, lange Seitenbeugung und nun das Domino, indem der Arm den Rest des Körpers in die Gegenrichtung zieht. Du presst wieder deine linke Hand leicht vom Körper weg, den rechten Arm ziehst du in Richtung die Decke und dann ziehst du die Fingerspitzen in Richtung des Bodens und lässt die Rippen spiralig aufdrehen. Auch die Wirbelsäule dreht sich. Das ist schon mal eine mehrdimensionale Rippen- und Wirbelsäulenmobilisation. Du kannst wieder eine lange Seitenbeugung einnehmen, die Kraft, Länge und Spannkraft rechts auf der Körperseite seitlich spüren und dann das Domino. Der Arm führt, die Wirbelsäule folgt, was lang war, wird nun weich. Ich füge etwas hinzu. Du ziehst die linke Hand diagonal nach unten und dann kannst du sie auf einem Massageball platzieren. Die rechte Hand stößt leicht weg vom Körper und nun rollst du den Ball
mit der linken Hand von dir weg, einige Zentimeter, und dann rollst du ihn wieder zu dir. Du rollst weg, spürst den extra Zug über die Schulter, die Rippen, den unteren Rücken nach unten zum Becken, rollst zurück. Du kannst das noch zweimal machen, so diese Zugspannung, die da diagonal über den Rücken verläuft, verstärken. Und dann kannst du den linken Arm wieder über den Kopf anheben, dich seitlich abdrehen, das Domino, der Arm führt, die Wirbelsäule folgt. Lange Seitenbeugung, spiralige Drehung, bei der die Hand führt und der Rest des Körpers folgt. Die linke Hand presst leicht weg vom Körper und mit der rechten rollst du den Ball weg und zu dir hin, im eigenen Tempo. Je mehr du das Becken aufgerichtet halten kannst, desto mehr Länge bleibt in deiner Wirbelsäule und desto mehr von dieser gesunden Zugspannung, die da diagonal über deinen Rücken verläuft, kannst du bewirken. Es macht den Rücken anpassungsfähig und resilient. Heb deinen rechten Arm wieder über den Kopf, das Domino, Arm, Schulter, Wirbelsäule, unwind, eine kleine Seitenbewegung, Domino, noch eine kleinere Seitenbeugung und dann zentrierst du den Oberkörper, lässt die Arme sinken. Wir werden in Rückenlage eine Übung machen mit Massagegeräten hinter dem Rücken. Ich werde die Bälle verwenden, Muriel wird die Doms verwenden, wenn du schon weißt, was du möchtest, nimm diese Hilfsmittel seitlich zur Matte, sonst einfach mal beides bereitlegen und dann kannst du dich in einem Basic Long Sit auf der Matte ausrichten, die Beine können geschlossen oder hüftbreit geöffnet sein. Von hier kannst du nun leicht Zug mit den Fersen zu dir geben, sodass es dich mehr aufrichtet und du vielleicht spürst, wie du mehr auf die Sitzbeinhöcker kommst. Dann stößt du mit den Füßen weg, es kippt das Becken zurück und du gehst langsam in ein Basic Curl-Up, aktivierst Beckenboden, Bauchmuskulatur mehr, zieh die Beine zu dir und dann können dir die Arme helfen, die Oberschenkel können in die Hände wegdrücken und du rollst langsam Wirbel für Wirbel ab, bis du schlussendlich auf die Matte kommst und die Knie zu dir ziehen kannst, Beckenboden, Bauchmuskulatur ganz entspannt kannst. Von hier platzierst du einen Fuß und dann den anderen auf den Boden. Beine sind hüftbreit und parallel und die Arme sind entspannt so ausgerichtet, dass für dich die Schlüsselbeine offen sein können und die Schultern entspannt. Nun bring deine Aufmerksamkeit zum Becken. Aktiviere den Beckenboden und die Bauchmuskulatur, kippe das Becken zurück, spüre, wie sich der untere Rücken gegen die Matte schmiegt und du langsam weiter aufrollen kannst. Wirbel für Wirbel rollst du nun von der Matte ab, verankere die großen Zehenballen mit dem Boden und rolle nach oben, das Gefühl, das Schambein zieht zum Brustbein und die Sitzbeinhöcker ziehen nach vorne zu den Knien. Atme tief ein oben, lass die Atmung fließen und roll langsam Wirbel für Wirbel wieder ab. Spüre, wie sich ein Wirbel nach dem anderen mit dem Boden wieder verbindet und schlussendlich du durch die Lendenwirbelsäule rollst und dann das Becken wieder zentrieren kannst, Beckenboden, Bauchmuskulatur ganz entspannen. Noch einmal aktivieren des Beckenbodens und der Bauchmuskulatur, das Becken kippt zurück. Spüre die Kraft von dem Beckenboden in die Bauchmuskulatur fließen. Es rollt dich nach oben, die Sitzbeinhöcker ziehen nach vorne, unterstützt von den Hamstrings und es rollt dich in die Schulterbrücke nach oben. Nun hier kannst du mit Karin die Bälle nehmen und kannst in eine Streckung gehen und die Bälle unterhalb, oberhalb der Brustwirbelsäule oder im oberen Brustwirbelsäulenbereich platzieren oder mit mir rollst du Wirbel für Wirbel wieder ab. Karin rollt auch wieder ab. Und wenn du mit mir bist, kannst du dich nun seitlich drehen und dein Hilfsmittel in den
Anteil des Brustkorbes bringen, wo es für dich stimmig ist, sodass du in einer Streckung bist, aber es für dich immer noch angenehm ist. Und relativ zu dieser Brustwirbelsäulenstreckung kannst du das Becken immer noch zentrieren. Entspanne die Arme. Und dann kannst du die Arme anheben, die Finger verschränken, dir mal anschauen, wie du deine Finger verschränkt hast, welcher Daumen ist oben. Für die zweite Runde verschränkst du dann den anderen Weg rum und dann kannst du deine Hände hinter dem Kopf platzieren und deinen Hinterkopf in den Händen ruhen lassen. Aktiviere dein Zentrum, Beckenboden, Bauchmuskulatur. Nimm diese Aktivierung bewusst wahr und dann kannst du was ausprobieren. Wenn du möchtest, kannst du die Knie in eine Diamantposition öffnen, vorausgesetzt, du kannst die Beckenbodenaktivierung und Aktivierung der tiefen Bauchmuskulatur konstant beibehalten. Also entweder mit mir in Diamantposition oder mit Muriel mit den Beinen aufgestellt in diese Butterfly-Übungssequenz. Mit deiner nächsten Einatmung kannst du die Ellbogen anheben, etwas schulterbreit geöffnet halten. Ausatmen, kraftvollere Aktivierung Beckenboden, Bauchmuskulatur, Kopf, Schultern anheben, aufrollen. Mit der Einatmung die hinteren Rippen weiten und mit der Ausatmung die Ellbogen öffnen, die Höhe beibehalten. Einatmen, ein von hinten weiten in den Rippen. Ausatmen, Ellbogen öffnen, noch zweimal im eigenen Tempo. Wenn du die Rippen mit der Einatmung hinten öffnest, dann bleibst du besonders stark mit deinem Zentrum in Verbindung. Versicherst dich, dass deine Beckenboden und Bauchmuskulatur kraftvoll aktiviert bleiben. Lass die Atmung fließen und dann rollst du langsam ab. Wenn deine Hände auf dem Boden ruhen, der Kopf in den Händen, dann öffnest du die Ellbogen und entspannst dich in dieser Position. Wenn möglich, auch den Beckenboden und die Bauchmuskulatur vollständig entspannen. Lass den Brustkorb über die Bälle schmelzen. Das nährt die Rückenfaszien. Und dann aktivierst du wieder durch dein Zentrum Beckenboden, Bauchmuskulatur. Deine Ausatmung geht das einfacher und dann kannst du die Ellbogen anheben, einatmen, wenn du das kombinieren möchtest, ausatmen, du rollst auf. Mit deiner Einatmung bleibst du wieder in der Curler-Position und dann atmest du aus, drehst dich nach links ab, öffnest die Ellbogen und dann wieder zentrieren mit der Einatmung, ausatmen, du drehst dich nach rechts ab. Zentrieren mit der Einatmung, check, wieder abdecken, in dieser Position bleiben, die Bauchdecke bleibt zurückgezogen. Du kannst nun deinen rechten Arm nach vorne ausstrecken und mit deinem linken Arm machst du so einen richtigen Cradle, so eine Unterstützung für deinen Kopf. Und nun kannst du langsam nach unten rollen, den rechten Arm über den Kopf kreisen und dann nach vorne ziehen. Einatmen, du kreist den Arm zurück, ausatmen, du ziehst den Arm nach vorn. Die gedrehte Wirbelsäule senkt sich und dann rollst du auf, immer noch gedreht. Und auch das machen wir noch zweimal. Deine schräge Bauchmuskulatur wird ganz intensiv gekräftigt in Länge und dann auch beim nach oben kommen, behalte diese Position bei. Unterstützt von der tiefen Bauchmuskulatur und vom Beckenboden. Eine Variation. Wenn du möchtest, faltest du dein linkes Bein über das rechte. Das heißt, das Becken dreht sich noch mehr in die Gegenrichtung der Brustwirbelsäule. Zieh den Arm über den Kopf. Roll auf. Jetzt, weil das Becken mehr gedreht ist, ist das Gefühl im Oberkörper erstaunlich. Es ist mehr linear, obwohl die Bewegung ganz und gar mehrdimensional ist. Also du gehst fast direkt nach unten und ziehst dich direkt wieder nach oben. Wunderbare Kräftigungs- und Verlängerungsübung für die Bauchmuskulatur. Ein bisschen extra Kraft. 5 kleine Pulsations.
5, 4, noch eins, halten und dann Atmung fließen lassen und über die Bälle schmelzen. Wortwörtlich schmelzen. Du lässt die Bälle in das weiche Gewebe deines Brustkorbes, deines Rückens schmelzen. Du lässt mit Gelassenheit die Vorderseite deines Oberkörpers, deinen Herzraum öffnen. So diese mehrdimensionale oder dieses mehrdimensionale Schmelzgefühl. Ein körperliches Schmelzgefühl und im besten Fall ein emotionales Schmelzgefühl. Und dann kannst du die Hilfsmittel unter deinem Rücken entfernen, kannst dich wieder in eine Rückenlage ausrichten, das Becken zentrieren, den unteren Rücken zentrieren, mit dem rechten Bein, Leg Float, das Bein anheben. Du drehst es aus, sodass die Zehenspitzen nach links zeigen und dann faltest du dein rechtes über das linke Bein. Wenn du möchtest, verschlingst du die Unterschenkel. Und dann rocking from side to side. Du lässt die Beine nach links und dann nach rechts fallen. Das Gewicht der Beine dreht das Becken mit sich. Der untere Rücken ist von innen her dynamisch stabilisiert. Die Brustwirbelsäule wird mobilisiert. Jetzt der Akzent der Drehbewegung geht nach links, kurz nach rechts, ein wenig mehr nach links, in die Gegenbewegung, in die Gegenrichtung, Entschuldigung, der vorgehenden Kräftigungsübung. Das machen wir noch einmal. Und dann kannst du das Becken zentrieren, die Beine entschlingen, das rechte Bein wieder in einer Tabletop-Position ausrichten und abstehen. Zieh deine Fersen näher heran zu den Sitzbeinhocken und mit deiner nächsten Ausatmung initialisierst du das Pelvic Curl. Du lässt deine Wirbelsäule in deine Rückenfaszien sinken, währenddem du aufrollst. Spürst, wie die Faszien deine Wirbelsäule tragen und in der Schulterbrücke-Position trägt dann auch die Muskulatur, die Rückenmuskulatur, deine Wirbelsäule. Und nun kannst du langsam wieder abrollen, deine Wirbelknochen in den Faszien ruhen lassen. Das sind so fasziale Hängematten, die wir da im Rücken haben, die unsere Wirbelsäule von innen her tragen. Du kannst dein Becken zentrieren, in der Position, in der du bist, bleiben. Und wir machen noch einmal eine Schulterbrücke. Aufrollen mit diesem Gefühl von Wirbelsäule tragen lassen. Und dann in der Schulterbrücke-Position, wenn du möchtest, kannst du wieder mit mir in ein Arch, eine Streckung, die Bälle unter den oberen Rücken legen, rechts und links der Wirbelsäule. Und dann rollen wir alle gemeinsam ab. Und du kannst das dann auch mit Muriel machen, wenn du in Rückenlage angekommen bist. Und jetzt gehen wir wieder in die Übungssequenz, bei der deine Rückenfaszien stimuliert, gespannt, gleitfähig gemacht und hydriert werden. Und ein bisschen Bauchmuskelkraft kommt dann noch hinzu. Muriel, an dich. Dann nimmst du deine Arme wieder nach oben. Und von hier nimmst du die Hände wieder zusammen, aber diesmal verkreuzt du sie andersrum. Der andere Daumen ist oben. Du verschränkst die Hände hinter dem Kopf. Du willst hier mit deinen Händen wie eine kleine Hängematte kreieren, sodass du den Kopf entspannen kannst. Wenn du möchtest, kannst du wie zuvor die Beine wieder öffnen mit Karin. Oder wenn du das zuvor gemacht hast, schlagen wir dir das vor, wieder zu machen. Oder du behältst sie aufgestellt mit mir.
Bring dein Fokus in dein Becken, zentriere das Becken relativ zu dieser Streckung in der Brustwirbelsäule und nun aktivierst du den Beckenboden und die Bauchmuskulatur. Atmest tief ein, hebst die Ellbogen an und mit der Ausatmung ein Curl ab. Der Kopf wird von den Händen getragen. Hinten mal tief in den Brustkorbbereich einatmen. Mit der Ausatmung die Kraft der Bauchmuskulatur spüren, die beibehalten, während du ausdehnst mit der Einatmung hinten im Brustkorbbereich. Ausatmen, die Ellbogen wieder öffnen, den Kraftfluss im Beckenboden und der Bauchmuskulatur spüren und dann das hintere Öffnen des Brustkorbs, wenn die Ellbogen zusammenkommen. Ein letztes Mal ausatmen und öffnen. Einatmen und schließen, in die Hände spüren, ist dein Kopf immer noch von den Händen getragen und dann rollst du langsam wieder ab und drapierst über die Bälle, öffnest die Ellbogen, entspannst Beckenboden und Bauchmuskulatur für einen Moment komplett. Bringst deine Aufmerksamkeit zurück ins Zentrum, aktivierst Beckenboden, Bauchmuskulatur, Ellbogen anheben, so wie das angemessen ist und dann mit der Ausatmung ein Curl up. Hinten tief in den Brustkorbbereich einatmen. Ausatmen, der linke Ellbogen zieht nach oben, es rotiert dich nach rechts. Einatmen, wieder zentrieren. Ausatmen, spür, wie der rechte Ellbogen nach oben ziehen kann. Somit unterstützt es die Rotation nach links. Und mit der Einatmung schließt du die Ellbogen wieder und zentrierst dich. Ausatmen, nach rechts rotieren. Die rechte Hand geht mehr um den Unterkopf, Hinterkopf sollte ich sagen. Und du ziehst die linke Hand nach rechts, sodass du hier wirklich Unterstützung fühlst vom rechten Unterarm. Nun hier mit der Einatmung spür, wie du in diese Rotation und mehr Streckung gehst und mit der Ausatmung kommst du nach oben. Und Karin hat gesagt, ein bisschen kräftigen der Bauchmuskulatur. Vielleicht änderst du im Moment gerade deine Meinung, denn wahrscheinlich ist es ein ziemliches Kräftigen deiner Bauchmuskulatur, die du hier hoffentlich aktiv spürst, die dich hier in Verlängerung unterstützt. Hast du diese Kraft in der Verlängerung? Und dann mehr powerful ein bisschen nach oben bringt. Noch einmal diese Variante. Der Arm kann dich natürlich unterstützen. Nun, wenn du zuvor die Beine nach rechts, links gedreht hast, machst du das wieder oder klappst dein rechtes Bein nach links und gehst wieder in diese Streckung und dann mal hineinspüren. Karin hat dir vorhin gesagt, wie das sich vielleicht anders anfühlt, weil die Beine nun rotiert sind. Hast du vielleicht auch den Druck auf den Massagehilfsmittel leicht verändert und somit kreierst du noch ein bisschen eine andere Massage? Und dann bleibst du oben, hältst es hier. Nochmal ein bisschen deine Bauchmuskeln spüren. 5 kleine pulsierende Atemzüge und diesen Power in deinen Bauchmuskeln spüren. Halte es hier und dann ein langsames nach unten gehen. Und dann kannst du entspannen. Die Arme entspannen, die Beine einfach entspannt lassen. Spüren, wie du mit der Atmung die Organe im Brustkorbbereich massieren kannst. Vor allem das Herz durch die Ausdehnung der Lungen und dann das Entspannen der Lungen. Spür aber auch, wie du durch die Ausatmung die Gelegenheit nutzen kannst, vielleicht noch mehr über die Massagebälle oder Däums zu schmelzen. Spür, wie du hier die Bauchmuskeln, die wir zuvor sehr kräftig gebraucht haben, einfach lang werden lassen können. Und ganz hinein entspannen. So kannst du die Atmung vielleicht bis auch mal tief in den Bauch fließen lassen.
Von hier kannst du die Massagebälle und Däums wieder entfernen, dich einmitten und dann diesmal das linke Bein anheben in Tabletop. Eine Außenrotation des Oberschenkels und dann kreuzt du das linke Bein über das rechte. Wenn du möchtest, gehst du nochmal in einen Twist und dann lässt du die Beine nach rechts fallen und dann nach links. Ein easy Twist mit einem entspannten Rhythmus, der dich in die Gegenrotation bringt, des Kräftigen zuvor. So ist es wie ein Unwinding. So eine entspannte Gegenrotation. Initialisiert durch die Beinbewegung und dann bewegt sie unser Becken bis in die Brustwirbelsäule. Und dann noch ein letztes Mal. Und dann mittest du das Becken wieder ein. Entwirrst die Beine und dann hebst du das Bein an, Tabletop, und senkst das Bein wieder. Du kannst die Füße ein bisschen näher zum Gesäß nehmen. Spür nochmal in dein Zentrum hinein. Aktiviere den Beckenboden und die Bauchmuskulatur. Schmelze in den unteren Rücken und roll Wirbel für Wirbel auf. Nun verspür diese faszialen Hängematten, die Karin beschrieben hat, nochmal. Hast du ein anderes Gefühl vom Aufrollen? Und während du abrollst, ist vielleicht rechts, links hier wieder mehr ausbalanciert. Im Vergleich zum Anfang hast du vielleicht das Gefühl, du kannst mehr in diese faszialen Hängematte hineinlehnen. Und dann zentrierst du dich wieder. Ein letztes Mal das Becken zurückkippen. Spür mal hinein in den hinteren Becken oder den Beckenkamm und die unteren Rippen. Während dem Aufrollen hast du vielleicht da mehr Geschmeidigkeit, wo die Brustwirbelsäule und die Lendenwirbelsäule sich treffen und du kannst diesen Wirbelbereich vielleicht noch mehr öffnen und da hinein entspannen in dem Sinn. Und dann zentrierst du das Becken wieder und entspannst Beckenboden und Bauchmuskulatur. Jedoch nicht zu lang, denn wir wollen mit einem Gefühl des inneren Zusammenhalts diese Bodensequenz hier abschließen. Eine leichte Aktivierung im Zentrum, genug, um das Becken zu stabilisieren. Und mit dieser inneren Stabilität hebst du nun dein rechtes Bein zu Tabletop an. 90 Grad Winkel im Knie, Leg float down, stell deinen Fuß am Boden ab, linkes Bein anheben, Leg float, 90 Grad Winkel im Knie und den Fuß abstellen am Boden. Rechtes Bein wieder Leg float und anschließend den Fuß wieder abstellen in deinem eigenen Tempo, Leg float up. Eine absolut großartige Kernstabilisationsübung. Die Muskulatur in deinem Zentrum ist minimal aktiviert. Genug, um das Becken zu stabilisieren, jedoch nicht mehr als das. Die Beine fühlen sich leicht an. Du kannst dir vorstellen, du hast einen Heliumballon an den Knien befestigt, einen an jedem Knie. Und deine Beine schweben nach oben, eins nach dem anderen. Sprich von eins nach dem anderen, genau das machen wir jetzt. Also ein Bein zu Tabletop mit Leichtigkeit, mehr Kraft im Zentrum, zweites Bein zu Tabletop. Du kannst die Beine verbinden, wenn du möchtest. Dann hebst du die Fingerspitzen wieder zur Decke an. Curl forward. Zieh die Fingerspitzen nach vorne, den Oberkörper hebst du an, platziere die Hände bei den Oberschenkeln und dann rollst du Wirbel für Wirbel auf. Bringst den Kopf näher zu den Knien, finde die Sitzbeinhöcker und dann rollst du von unten nach oben in einen Basic Long Sit.
Von hier kannst du dich in einen Schneidersitz platzieren. Diesmal ist das rechte Bein vorne. Bring die Arme über den Kopf durch einen Armkreis und mit der Einatmung in eine spiralige Drehung nach rechts, mit der Ausatmung ein leichtes Weichwerden. Einatmen, durch die Hände nach außen ziehen und dann mittest du dich wieder ein in deinem Herzbereich. Das Herz öffnen in eine große Streckung und dann ein weiches Curl. Zentriere das Becken, zentriere die Wirbelsäule und entspanne die Arme wieder. Karin und ich hoffen, dass du dich belebt fühlst, dass deine Laus, die vielleicht über die Lippe gekrochen ist, nun Schmetterlinge sind, weil mit Slings kann man Läuse in Schmetterlinge umwandeln und sich nun ganz belebt fühlen. Ja. Ich würde das unbedingt ausprobieren, am schlimmsten morgen, das richtig linke Bein. Dann kannst du die Sequenz mal so richtig auf die Probe stellen. Und Monika ist hier mit uns im Studio, sie ist am Filmen und obenan ist richtig viel Krach und das hat so Lauspotenzial. Ich habe sie lang gesehen. Aber sie hat jetzt zum Glück diese Sequenz gefilmt. Mit dem einen fabelhaften Tag von uns drei.